Das Projekt Familiensprachschule fand in diesem Jahr zweimal statt. Zuerst wurde es für Kinder im Alter zwischen 7 und 9 Jahren und ihre Eltern durchgeführt, danach für Kinder im Vorschulalter. Seit 3 Jahren ist dieses DJU-Projekt eine Plattform für das Erlernen der deutschen Sprache für Kinder und ihre Eltern in interaktiver Form. Während des Projektes verbringen die Eltern die ganze Zeit mit ihren Kindern und kommunizieren nicht nur während des Unterrichts, sondern auch bei vielen interaktiven Spielen und Veranstaltungen auf Deutsch. Täglich bearbeiten Eltern und Kinder abends gemeinsam die Hausaufgaben für den nächsten Tag und teilen ihre Eindrücke und Erlebnisse miteinander. 3 роки тому вперше був ініційований проект Familiensprachschule, на якому маленькі діти разом з батьками вивчають німецьку мову. Одним з основних аспектів цього проекту було навчити батьків не розбалансовувати дітей протягом навчального дня. І ми досягли цього, ми навчилися. Наша молода команда тепер, можна сказати, в дійсності працює дуже ефективно і професійно. Це видно по тому, коли вперше ми проводили один проєкт в рік, а тепер ми проводимо по 2 проєкти в рік. Даним проєктом німецька молодь в Україні будує собі успішну платформу, адже через декілька років ці дітки будуть приймати участь у німецькомовних таборах вже без батьків, а потім повернуться до нас як тінейджери і будуть приймати участь у подальших проєктах. Основною унікальністю цього проєкту я вважаю те, що батьки, вивчаючи німецьку мову, ще й вивчають інтерактивну методику викладання німецької мови, яку вони в подальшому застосовують для навчання своїх дітей. In diesem Jahr wurde das Organisationsteam zum ersten Mal durch einen Muttersprachler ergänzt. Dies bot einen zusätzlichen Anreiz, die persönliche Sprachbarriere zu überwinden. Bei diesem Projekt haben die Eltern zusammen mit den Kindern Deutsch lernen können. Ja, sie haben die Natur in den Karpaten genießen können. Und ja, mit mir haben sie zusammen, die Eltern zusammen Sport getrieben am Morgen. Wir haben zusammen mit den Eltern und den Kindern Erlebnispädagogik gemacht. Ja, also verschiedene gruppendynamische Spiele. Also die Eltern und die Kinder sollten zusammen verschiedene Probleme in der Gruppe lösen. Dann haben wir zusammen Deutschunterricht gemacht. Ich habe bei den Kindern das Thema Märchen gemacht. Mit den Eltern habe ich gemacht einmal das Thema Sport, verschiedene Sportarten und dann noch heute das Thema Ernährung. Heute kochen wir Borscht. Wir nehmen dazu ein paar Tomaten, Zwiebeln, Knoblauch, rote Rübe. Was ist das? Karotte. Karotte. Das Projekt fand ich sehr interessant. Interessantes Konzept. Hat sehr viel Spaß gemacht und ja, ist eine schöne Umgebung hier. Alle kleinen und erwachsenen Teilnehmenden sind mit dem Projekt sehr zufrieden und freuen sich auf das weitere Erlernen der deutschen Sprache in den Schulen der Ukraine und in den Sprachkursen. Hallo, ich heiße Dasha. Ich bin 7 Jahre alt. Ich wohne in Tschernowitz. Ich lerne Deutsch und tanze gern. Familiensprachschule.